Wie alt bist du, Rosalia? Geht das jetzt? Ich bin schon 18. 18? Wie alt ist das Kind, das du auf dem Arm hast? Und wie viele Jahre hat dein Baby? 2 Jahre. 2. Jetzt zwei sehr gute Schüler, sagen wir es mal einfach ja. So. Esta quizás son dos alumnos muy buenos. Und er würde gerne lernen und er würde y le gerne gustaría vielleicht studieren. De aprender, de estudiar. Ich würde gerne Buchhaltung studieren. Ja. Was würdest du gerne lernen? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué carrera? Enfermería. Krankenschwester. Krankenschwester? Und auch du kannst dir die Ausbildung nicht leisten? Tú no puedes. Tus padres no tienen la posibilidad. No. Somos de familia humilde. Somos familia humilde. Wir sind eine sehr bescheidene Familie. Peru ist mit einer Fläche von rund 1,3 Millionen Quadratkilometern nach Brasilien und Argentinien das drittgrößte Land Südamerikas und etwa viermal so groß wie Deutschland. Hauptstadt ist Lima an der Pazifikküste, wo rund ein Drittel der 30 Millionen Einwohner Perus leben. Der Eroberung Südamerikas durch die Spanier folgten zahlreiche Stadtgründungen. Am 18. Januar 1535 gründete Francisco Pizarro an den Ufern des Rio Rímac, 10 Kilometer von der Küste entfernt und auf den Trümmern eines alten Tempels, die Ciudad de los Reyes, Stadt der Könige. Im 17. Jahrhundert zählte Lima 26.000 Einwohner und strebte zum Zenit seiner Macht. Durch die Ausbeutung der Bevölkerung und durch den Raub der unermesslichen Schätze der Inka gelangte die Stadt zu immer mehr Reichtum und Pracht, während das restliche Land verarmte. Peru wird zu den Ländern der Dritten Welt gezählt. Der Alltag der meisten Peruaner ist von chronischer Armut geprägt. Rund die Hälfte der peruanischen Bevölkerung lebt am Rande des Existenzminimums, davon 20% in absoluter Armut. Viele Teile des Landes sind von der wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen. Peru ist außerdem in hohem Maße vom Klimawandel betroffen. Über 50% der Bevölkerung wohnen im schmalen Wüstengürtel der pazifischen Küsten, dessen Wasserversorgung zunehmend schwieriger wird. Peru besitzt die viertgrößte Tropenwaldfläche weltweit und ist eines der artenreichsten Länder der Erde. Allerdings tragen das rasante Wirtschaftswachstum und die weltweit steigenden Preise für Rohstoffe zur Zerstörung dieses natürlichen Reichtums bei. Vor allem Übernutzung, Abholzung und illegale Bergbaupraktiken bedrohen Teile des Amazonas und damit die große biologische Vielfalt des Landes. Er hat sich wieder einmal auf die Reise begeben, um sich vor Ort persönlich einen Eindruck über konkrete Hilfsprojekte und Unterstützungsmaßnahmen zu machen. Nach Projektreisen nach Nepal, Swasiland, Kambodscha und Indien ist Stiftungsgründer Harald Röder jetzt in der kleinen Provinzhauptstadt Iquitos eingetroffen. Hier im Amazonasgebiet, 9.750 Kilometer von Deutschland entfernt, wird er von Mara Ohm bereits erwartet, die ihn die nächsten Tage begleiten und unterstützen wird. Fahren wir nach Tamsiaco. Okay. Durch das gezielte Engagement der Hilfe zur Selbstentwicklung seiner Stiftung ProVita konnte der Unternehmer Harald Röder in den letzten Jahren die Lebensbedingungen für viele Menschen in Not verbessern. Sein Engagement und die Hilfe von Projektpaten, Spendern und Förderern der Stiftung ProVita ist gerade nicht Ausdruck von Ohnmacht, sondern belegt im Gegenteil, dass eine positive Veränderung von bis dato ausweglosen Lebensumständen möglich ist.
Ziel seiner Projektreise ist diesmal das kleine Amazonasdorf Tamxiaco, von der Dschungelmetropole Iquitos 50 Kilometer den Amazonas flussabwärts. Dort wird Harald Röder von dem Schamanen Don Agustin Rivas Vasquez erwartet, um ihm sein Urwaldcamp Yushintaita und die von ihm gegründete Schule zu zeigen. Vor 3 Jahren haben sich die beiden zum ersten Mal in Deutschland getroffen. Jetzt soll vor Ort konkret besprochen werden, wo Hilfe und Unterstützung der Stiftung notwendig und sinnvoll sind. Die Gegend um Tamxiaco herum hat eine Besonderheit. Aufgrund ihrer Abgeschiedenheit verfügt sie über eine reichhaltige Pflanzenapotheke und ein altes, traditionsreiches Heilwissen. So ist ein kleiner Touristenzweig entstanden, der Menschen anzieht, die einerseits Naturerfahrungen mit der Apotheke Regenwald machen möchten, andererseits mit dem Schamanismus Amazoniens. Seit nunmehr 30 Jahren empfängt Don Agustin in seinem Camp Yushintaita Gruppen aus aller Welt, um mit ihnen eine tiefgehende Reise in die mystische Welt der Amazonas-Heilpflanzen zu unternehmen. Mit großem Wissensschatz versteht es Don Agustin, auf jeden einzelnen seiner Besucher einzugehen und eine tiefgreifende Veränderung für das Leben anzustoßen. Don Agustin kennt unzählige Heilpflanzen und deren Wirkung. Die Heilpflanzen des Amazonas sind im weitesten Sinne Reiztherapeutika, die Geist und Körper erstarken lassen.